Der Kameramann hat Durst. Ja? Was willst du? Wasser? Ja, oder so ein... Ernähr dich mal ein bisschen gesund. Hallo, Herr Seifert. Guten Morgen, Victor. Alles gut? Servus. Alles gut? Ja. Selber? Ja. Und ihr zwei schon wieder? Einmal eins heißt heute, was ist heute dran? Wie der Fahrer mit dem Ingenieur zusammen ein Setup erarbeitet. Also, du wärst der beste Kandidat, das zu erklären. Das hat er jetzt ironisch gemeint. Ich hoffe schon, wie das Lachen sofort weggeht. Ey. Ja, kann ich ziehen. Können wir. Dankeschön. Bitte. Macht 5 Euro, muss mich ergeben. Hey, kannst du das überhaupt mit Red Bull in der Hand? Hä? Bist jetzt überfordert, gell? Guess who's back? Wir müssen uns mal schnell ein gutes Plätzchen suchen, weil hier natürlich schon ein bisschen Lärm ist und wir wollen aber natürlich Motorsport-Feeling haben. Stella, ist das der Name vom Auto? Hast du den so getauft? Bleibt immer ein Geheimnis, warum der Bentley Stella heißt. Timo eine Ghetto-Faust verpasst. Bist du letztes Mal live gewesen? Ja. Alter, war die eigentlich langweilig, ja, oder was? Übertrieben. Ich habe 20 Zuschauer gehabt. Ja, ich hab's gesehen. So, liebe Kinder, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Motorsport 1x1. Nein, kleiner Spaß. Wir sind wieder am Start, heute mit einem neuen Thema. Ich habe mir was rausgesucht. Wie ich euch ja gesagt habe, mich interessiert natürlich immer, was ihr schreibt und was ihr kommentiert. Auch beim letzten Mal wart ihr wieder sehr positiv, ganz geil. Hat mich sehr gefreut, Motorsport Total und Formel1.de haben sogar jetzt über dieses Video hier oder die Videoreihe berichtet. Also auch das freut mich. Grüße gehen auf jeden Fall raus. Einer der meistgelikten Kommentare beim letzten Video war von Niklas Breuer. Der hat geschrieben, fände mal interessant, wie in der GT3 sowie Formel 1 und Formel E die Setups der Autos erarbeitet werden. Wie immer, geiles Video. So, das ist natürlich... Um ganz ehrlich zu sein, ein sehr, sehr, sehr komplexes Thema. Aber ich versuche es einfach mal so einfach wie möglich für euch darzustellen. Grundsätzlich muss man natürlich zwei Dinge unterscheiden. Es gibt immer die Arbeit vor dem Rennwochenende und die Arbeit am Rennwochenende. Das heißt, bevor wir überhaupt zu einer Strecke kommen, ist schon sehr, sehr viel getan. Die Ingenieure machen sich natürlich Gedanken. Man schaut, man versucht rauszufinden, was für ein Streckenlayout kommt. Gibt es viele schnelle Kurven, viele langsame? Wie ist der Belag vor Ort? Was für Temperaturen erwartet man? Also es gibt sehr, sehr viele Themen, die dort... Sehr, sehr viele Themen, die dort im Vorfeld schon beachtet werden, um eben ein Grundsetup zu erstellen. Hallo. Ist auch schwer, hier einen Platz zu finden, weil alle am Arbeiten sind und ich nerv die eigentlich jetzt hier mit dem Video machen, aber wir wollen natürlich ein bisschen ruhiges Plätzchen. Wovon steige ich jetzt wieder ein, ey? Super geil. Soll ich jetzt von vorne anfangen? Lade ich so. Ist so schwer, wenn man immer rauskommt, wenn man unterbrochen ist. 12 seconds later. Die Ingenieure versuchen im Vorfeld eines Rennwochenendes genau zu bestimmen, was erwartet uns und wie schaut ein Grundsetup aus. Das wird natürlich meistens im Simulator, wenn das natürlich vorhanden ist, in der Formel E oder Formel 1 ist natürlich vorhanden, versucht man das auch nochmal zu checken, herauszufahren. Je nachdem, wie gut auch so ein Simulator ist, kann man da auch Setup-Änderungen vornehmen. Aber es ist eher wirklich dazu da, um ein Grundsetup zu finden, mit dem man dann an die Rennstrecke kommt. So, wenn man an der Rennstrecke ist, dann fährt man natürlich erstmal, ist klar, ne? Also wir fahren dann erstmal ein paar Runden im Kreis, schauen, wie fühlt sich das Auto an. Und im 90% der Fälle ist natürlich so, dass wir immer was zu meckern haben. Fahrer haben immer was zu meckern, es gibt immer irgendwas auszusetzen. Und wir kommen dann natürlich in die Box. Und nachdem wir die Daten analysiert haben, wie das grob geht, habe ich euch beim letzten Mal schon erklärt. Nachdem das geschehen ist, sprechen wir natürlich mit unserem Ingenieur über das, was wir fühlen, also über unsere Probleme. Das heißt, wir hocken uns meistens zusammen und kriegen dann ein Sheet. Und das schaut jetzt in diesem Fall einfach mal so aus, ist nur mal ein Beispiel. Wir kriegen ein Sheet, auf dem wir die ganze Strecke, das hier in dem Fall ist der Nürburgring, aufgezeichnet haben und dann ist das Ganze in Kurve für Kurve untergliedert. Und was man hier dann eintragt, ist sozusagen Car Balance. Das heißt, wir schreiben einen Kommentar zur Bremse, zum Turn-In, zur Mitte der Kurve. Also wir gliedern im Prinzip die Kurve in drei Bereiche ein. Kurveneingang, Kurvenmitte und Kurvenausgang. Und geben dann unser Feedback an den Ingenieur weiter, wie hat sich das Auto angefühlt? Was sind die Probleme? Haben wir Untersteuern, also schiebt das Auto über die Vorderachse? Haben wir Übersteuern? Ist das Auto nervös auf der Bremse? Sehr, sehr viele hoffentlich nützliche und richtige Infos. Es ist natürlich so, dass die Ingenieure uns da auch voll und ganz vertrauen. Vertrau nie drauf. Ich schau lieber in die Daten. Und das einfach deswegen, weil natürlich auch es sein kann, dass man als Fahrer ein gewisses Gefühl hat, aber es gar nicht zwingend zu den Daten oder zu dem, was man auf den Daten sieht, passt.
Und das ist sehr, sehr schwer. Und natürlich hat auch jeder Fahrer seine eigene Vorliebe. Also man kann nicht sagen, dass wenn wir alle das gleiche Auto fahren, dass dieses Sheet bei jedem dann gleich ausschaut und jeder die gleichen Kommentare schreibt. Jeder empfindet was anders, jeder hat einen anderen Fahrstil. Ich zum Beispiel fahre eher so, dass ich es mag, wenn das Auto mehr übersteuert und dafür eine sehr, sehr gute Vorderachse hat. Es gibt Fahrer, die mögen übersteuern überhaupt nicht. Und all diese Faktoren spielen dann hinein und wir geben im Prinzip unser Feedback weiter. Der Ingenieur nimmt das auf, schaut die Daten selber durch, macht sich selbst Gedanken und dann wird gemeinsam im Prinzip entschieden, was muss am Auto verändert werden. Haben wir Probleme im Low-Speed-Bereich, im High-Speed-Bereich, je nachdem wird natürlich am mechanischen Grip gearbeitet. Da kann man natürlich über hunderte von Einstellungen was verändern. Also man kann beim Luftdruck anfangen, man kann beim Nachlauf, Sturz, Spur, Stabis, Federn, man kann sehr, sehr viel einstellen. Es ist sehr komplex und dafür gibt es ja den Ingenieur auch, weil der einfach noch besser weiß wie ein Fahrer, auf was es dann ankommt oder was man verändern muss, damit ich mich im Auto besser fühle. Das ist ja eigentlich das Wichtigste. Ich als Fahrer muss mich ja wohlfühlen. Selbst das in Theorie beste Setup muss nicht zwingend für mich das beste Setup sein, weil man einfach selber damit klarkommen muss und damit umgehen muss. Und diese Schritte gehen wir durch, die besprechen wir. Natürlich schauen wir dann nochmal vor dem nächsten Run uns an, was haben wir besprochen, schauen, welche Veränderungen wollen wir machen. Die werden dann ins Auto gebaut, das gibt man an die Mechaniker, das Setup wird umgebaut und dann geht es natürlich wieder weiter. Wenn man jetzt nochmal ein freies Training oder was ich, eine Session hat, man fährt raus und im Prinzip hat man dann das gleiche Spiel von vorne. Man fährt raus, schaut, wie fühlt sich das Auto an. Man kann natürlich auch während der Session Änderungen vornehmen, aber es ist meistens so, dass da wenig Zeit ist, das heißt, es sind dann nur kleine. So wirklich fundierte, ordentliche macht man meistens zwischen den Sessions. Und dann checkt man und versucht wieder sein Feedback an den Ingenieur zu geben. Und das ist im Prinzip ein Kreislauf, der sich immer wiederholt. Und es wird nie der Punkt kommen, an dem das Auto perfekt ist. Es gibt im Prinzip kein perfektes Auto. Das wird nie so sein. Ein Auto macht immer irgendwas, wenn man es im Grenzbereich bewegt. Aber man versucht sich einfach zum Perfektsein anzunähern und auf sich selbst als Fahrer abgestimmt einen Weg zu finden. Victor hat gesagt, wir müssen die Perspektive wechseln. Ich habe zu lange in der gleichen Perspektive gelabert. Es ist einfach ein sehr, sehr wichtiges Zusammenspiel zwischen Fahrer und Ingenieur. Es ist wichtig, dass man sich versteht. Es ist natürlich auch wichtig, dass der Ingenieur gut ist. Das heißt, ein guter und ein schlechter Ingenieur unterscheidet sich davon, dass der Fahrer oder dass er mit dem Feedback des Fahrers bestmöglich umgehen kann, dass er versteht, was braucht der Fahrer, dass er weiß, was muss ich im Auto für eine Schraube drehen, damit einfach der gewünschte Effekt eintritt. Und natürlich muss man als Fahrer auch gut sein, also in der Art und Weise, wie man sich ausdrückt. Das Feedback, das man gibt, das muss natürlich stimmen. Man kann natürlich auch falsches Feedback geben und dann kommt was Falsches bei raus. Und wenn dieser ganze Workflow, und das ist natürlich was, das muss sich erstmal einspielen, das ist etwas, das entwickelt sich. Wenn das alles funktioniert und wenn man da einfach einen Weg findet, dann ist man auf einem Level, wo man sagen kann, man vertraut sich blind, man weiß die Schritte und dann kommt man zur Rennstrecke, Fahrer macht Aussage XY, Ingenieur macht Änderung, boom. Man weiß, es funktioniert, man vertraut sich und dann kann man erfolgreich sein und nur so kann man Rennen gewinnen. Nochmal ein Perspektivwechsel. Heute bist du kreativ, heute ist unfassbar. Ja. Das ist also jetzt nochmal wirklich sehr, sehr grob umrandet, wie wir an Setup-Arbeit herangehen. Es ist natürlich viel, viel detaillierter, aber ich möchte euch jetzt auch nicht eine Stunde lang voll quatschen mit One hour later. Sondern eigentlich einfach so ein Grundverständnis für die Arbeit zwischen Fahrer und Ingenieur geben. Hoffe natürlich, dass es wieder einläuternd war, dass ihr es auch alles verstanden habt und dass es auch richtig war, was ich gesagt habe. Davon gehe ich jetzt mal aus einfach. Danke euch natürlich fürs Zuschauen, auch für den Support, für die vielen positiven Kommentare bis jetzt und freue mich natürlich dann aufs nächste Mal. Auf jeden Fall, wie immer, abonnieren, um keine Folge zu verpassen. Und hier haben wir nur für dich noch ein geiles Video herausgesucht. Und wenn du noch einen Daumen hoch da lassen würdest, würde ich mich natürlich auch freuen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.